Heino Trussheim. Der Unterschied zwischen Deutsch und Französisch. Die deutsche Sprache ist ganz korrekt und einfach. Die Zählweise zum Beispiel 70. Auf Deutsch zwei Silben, ja? 70. Auf Französisch 70. 60 plus 10. Ja, oder 80. 80. 4 mal 20. Schönste Zahl ist 98. 98. 4 mal 20 plus 18. Hör mal, wenn ich Zahlenrätsel lösen will, mache ich meine Steuererklärung. Ich habe neulich einen Franzosen auf einer Party getroffen, der wollte wissen, wie alt ich bin. Habe ich gesagt, 80 durch 2 minus 2. Sollen auch mal rechnen, oder? Und dieser Hang zu übertreiben, das ist ja, kommt ja meistens von der körperlichen Konstitution der Bevölkerung. Ja? Und der Hang zu übertreiben bei den Franzosen, weil die Franzosen sind ja relativ klein. Ja, der Smart läuft in Frankreich als Kombi. Da geht eine ganze Familie rein. So, pass auf, jetzt der kleine Franzose, aber er lebt ja in einer Grande Nation. Sehen Sie das? Und diese Diskrepanz, ne, da kommt die Gestik her. Ne, mit rechts, mit links, auch die Mimik, das haben wir überhaupt nicht. Wenn du zum Beispiel einen Deutschen nach dem Weg fragst und der weiß das nicht, dann sagt der Deutsche, keine Ahnung. Wenn du einen Franzosen fragst, Bob, je ne sais pas, tout à l'heure, à gauche ou à droite, ou d'autre, c'est difficile la route, je ne sais pas, bien sûr, peut-être là-bas, ou là-bas, ou là-bas, pardon, je ne sais pas. Auf Deutsch, keine Ahnung. Aber die reden gerne, ne? Und ich finde Frankreich ja super. Wir waren das erste Mal im Urlaub mit der Familie 82, großer Familienurlaub. Werde ich nicht vergessen, war super. Sonntags morgens los, ne? So gelber Mercedes, Vater am Steuer, linke Spur, Lichthupe, leicht erregt. Mutter so vorne rechts eingeklemmt zwischen Einkaufstaschen, voll mit Capri-Sonne, De Beukeler Butterkeksen und Kotztüten. Wir vier Kinder hinten auf der Rückbank, Hunger, Pipi, Durst, mir ist schlecht, wann sind wir da? Beide Eltern leidenschaftliche Raucher. Fenster wurde erst geöffnet, wenn Vater die Tachonadel nicht mehr sehen konnte. Aber das machte gar nichts, weil wir Kinder spielten hinten unser Lieblingsspiel. Das hieß, wer haut wen zuletzt. Kennen Sie das? Beliebtes Spiel. Hat klare Regeln. Man haut sich erst auf den Oberarm, dann in die Rippe, zum Schluss in den Bauch. Und spätestens nach der dritten Ausfahrt saß Mutter hinten bei uns. Und meine große Schwester durfte auf den Beifahrersitz und meine Mutter saß dann hinten mit meinem kleinen Bruder auf dem Schoß, ganz eng an die Tür gedrückt, damit meine kleine Schwester und ich sitzen konnten, ohne uns zu berühren. Aber nach 2 Sekunden, meine Schwester, ey, du hast auf meine Seite geguckt. Entschuldigung, ich habe keine Kinder, aber sagen Sie mal, ist das nicht so ein Moment, wo man sich als Mutter fragt, wie lange die Pille danach eigentlich noch wirkt? Unglaublich, aber ist egal, wir kamen relativ zügig durch, irgendwann so französische Grenze, nicht? Der Grenzbeamte aus Frankreich kam, fragte, wie viele Kinder wir seien. Mein Vater sagte 10 durch 2 minus 1. Bowie. Und dann sind wir von der Autobahn runter auf die Landstraße, um uns die Landschaft anzugucken, herrlich. Und weil wir in Frankreich waren, ist ja alles ein bisschen lockerer, durfte ich mich vorne während der Fahrt zwischen die Sitze stellen und oben aus dem Verdeck schauen. Und da stand ich mit 12 Jahren, stolz wie Oscar, blickte über den gelben Mercedes und grüßte die Bauern am Wegrand. Wir sind relativ zügig wieder auf die Autobahn gefahren. Kam dann in Paris an und wirklich so mitten in Paris, ja, fantastisch, wer schon mal da war, nicht mitten in Paris, ja, Wahnsinn, sondern auf den Champs-Élysées, diese Riesenstraße, ja, Champs-Élysées und dann hochgefahren, rein in den Kreisverkehr um den Arc de Triomphe. Wow, wir waren im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe. Wow, wir waren im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe. Wow, wir sind im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe. Wow, wir sind im Kreisverkehr, aber wir waren nicht alleine. Um uns herum 300 Franzosen bei ihrer ersten Fahrstunde. Und ich glaube ja mittlerweile, das ist Religion, ja? Ich glaube wirklich, so wie jeder Moslem einmal in seinem Leben 7 Runden um die Kaaba gelaufen sein muss, so muss jeder Franzose einmal in seinem Leben 400 Runden ohne zu bremsen um den Arc de Triomphe gefahren sein und dabei mindestens einen ausländischen Familienvater zum Heulen gebracht haben.
Also wenn Sie noch nicht drinstecken, ja? Die Fahrt im Kreisverkehr in den Arc de Triomphe ist wie ein Anruf beim Einwohnermeldeamt, du wirst weitergeleitet. Und zwar immer weiter in die Mitte. Bis du irgendwann auf dem innersten Kreis angekommen bist, merkst du daran nur noch ausländische Kennzeichen um dich herum. Wie alles, ne? Spanier, Italiener, entgegenkommende Engländer, alles. Und wir mittendrin, ja, die gute Laune meines Vaters war weg. Er schien auch leicht überfordert, aber er meinte, er hätte alles im Griff. Nach 3 Tagen waren wir uns nicht mehr so sicher. Am 4. Tag keine Chancen, am 5. haut er aufs Armaturenbrett und sagt, so, muss was passieren. Wieso? Zigaretten sind alle. Gut, dann haben wir geguckt, was wir machen können. Dann haben wir gesehen, wir machten einen Riesenfehler. Wir blinkten. Riesenfehler. Also ich sage, blinken in Frankreich, das ist wie in Deutschland Fahrradfahren mit Helm. Du wirst nicht ernst genommen. Und mein Vater hat den Blinker rausgenommen und wirklich, ohne zu zögern, ohne zu gucken, raus aus dem innersten Kreis, ist nichts passiert. 2. Reihe nichts. 3., 4., 5., 6., 7. äußerste Reihe und raus aus dem Kreisverkehr in den Arc de Triomphe, rein in den Kreisverkehr in den Place de la Concorde. Wow.